Letzte Woche waren wir mit unserer Landpartie ja in der Rhön und haben Ihnen alles rund um die Kartoffel gezeigt. In dem rauen Klima dort gedeihen aber auch noch ganz andere Pflänzchen. Und zwar solche, die es trocken und etwas windig mögen. Holunder beispielsweise. Und auf den setzen seit ein paar Jahren auch einige Landwirte bei Northeim. Northeim vor der Rhön. Die Holunderernte ist in vollem Gange. 50 Erntehelfer pflücken emsig für die Rhöner Biogemeinschaft Northeim. Alle kommen aus der Umgebung, genau wie die 6 Landwirte, die hinter der Gemeinschaft stecken. 2005 waren sie auf die Idee gekommen, statt Zuckerrüben Beeren anzubauen. Alleine traute sich das keiner zu. Wir haben ja gar nicht gewusst, wie wird es überhaupt? Wächst in der Rhön? Funktioniert es überhaupt? Es war ja schon ein hohes Risiko und auch eine Pionierarbeit irgendwo. Statt Konkurrenzdenken ist also Zusammenarbeit angesagt. Einem Getränkehersteller aus dem Nachbauort liefert die Gemeinschaft ihre Holunderbeeren. Alles in Bioqualität. Umso mehr Fachwissen mussten die Landwirte mitbringen. Also ich selber bin kein Obstbauer, das stimmt. Aber der Vorteil in unserer Gemeinschaft ist, einer von uns ist Obstbauer. Und dadurch kann der uns auch doch immer wieder viel Wissen da mit vermitteln von Sachen, wo wir noch gar keine Ahnung davon hatten. Angeblich wächst Holunder ja ohnehin wie Unkraut. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Wühlmäuse und Milben können die Ernte schnell kaputt machen. Dieses Jahr hat das extrem wechselhafte Wetter den Beeren zugesetzt. Immerhin ist die Ernte noch durchschnittlich. Der Holunder soll nicht nur in der Limonade verschwinden. Die Biogemeinschaft vermarktet ihre gesunden Beeren auch noch selbst. Der Holunder ist ja von allen Seiten her schon bekannt dafür, dass er so gesund ist, besonders gegen den Erkältungsbereich. Die Blüte kann auch schweißtreibend wirken, wenn man es dann warm macht. Und die Beere ist mehr bei Erkältung, also Schnupfen, Heiserkeit, Halsschmerzen. Dafür ist sie mit den Mineralstoffen sehr wertvoll. Genau die richtige Stärkung nach einem langen Erntetag also. Roh sind die Beeren allerdings nicht genießbar. Als Sirup, Wein, Saft oder Gelee schmecken sie dafür umso süßer.